Hallo, Hallöchen, hier ist wieder euer Gamer-Chaco im ETS 2 und wir stehen hier in Ulbriba und fahren jetzt nach Sesasria. Ja, wie gesagt, ich denke, ich werde es falsch ausgesprochen haben, aber ist okay. Ich hoffe, ihr habt gute Tour jetzt mit mir. Das ist ja eine kurze Tour, sind bloß knapp 100 Kilometer. Aber die müssen halt auch gefahren werden, ne? Ist jetzt auch dunkel, man sieht ja auch nichts. Und von daher wünsche ich uns trotzdem eine gute Fahrt. Dass das alles geht und klappt. Und genießt es einfach, auch wenn es im Dunkeln ist. Wir haben ja da nicht viel machen. Fahren, sag ich mal. Und ja. Da man auch gut ankommt, denke ich. Jo, knapp 100 Kilometer ist ja. Biege nach rechts ab. Ding. Überraschen. Wie gesagt, ist it. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. So. Ja, wie gesagt, ich will ja jetzt Italien freifahren. Habe ich erstmal die Insel hier sowas gefahren, wenn ich jetzt dort bin. Fahren wir wieder Richtung Süden runter. Ja, 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 ja. Ja. Natürlich dann gefahren. Und werden dann. Ja, südlich dann fahren alle Sizilien da unten ab. Da werden wir jetzt hinfahren. Wenn wir da angekommen sind, machen wir die Insel da unten frei. Denke ich mal. Und dann geht es dann ganz andere Zeug von Italien. Ja, und dann werden wir langsam Richtung Richtung Frankreich dann fahren. Frankreich ist ein großes Land, da wird ein bisschen zu fahren sein. Aber wie gesagt, ich fahre ja hier auf der Standardkarte, also von daher biege nach links dürfte ab. Da auch keine Probleme. Natürlich hat die Standardkarte die ganzen DLCs mit dabei, das zähle ich auch als Standard. Ja. Freifahren. Ja, wenn wir die Karten dann soweit freigefahren haben, oder die Städte, so mein Plan, dann werden wir immer geradeaus. Dann werden wir links machen. Auch dann wieder Land für Land, würde ich sagen. Zweite Ausfahrt nehmen. Dass wir da dann alles frei fahren und ja. Nimm diese Ausfahrt. Werden wir sehen. Und dann wird es natürlich auch lange Touren geben. Das ist auch klar. Biege nach links ab. Und ich denke, das wird dann auch mehr oder weniger dann Sims werden, dann Fahrten ja dann zu lang sind. Ja, schauen wir mal. Muss ich ja auch ein bisschen aufpassen, weil hier ist ganz schön kurvig und nicht gerade. Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Oh, blinken ganz vergessen. Naja, passiert. So, dann machen wir mal. Demnächst links abbiegen. Nach links ab. Bin ganz so einfach.
Ich glaube, ich sollte mal hier ein bisschen Fernlicht anmachen, dass man hier ein bisschen was sieht, weil sonst sieht man ja nichts. Aber das kann man ja dann wieder ausmachen, wenn ihr nein kommt, wenn man es nicht verpasst. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Das ging jetzt ein bisschen schnell rüber. Nicht eigentlich. So, hier ist natürlich wieder das Ding irgendwie. Da müssen wir schon aufpassen. Ja, ist halt auch schade, dass man hier jetzt nichts sieht, so, ne? Weil der Kunde wartet auf die Dings, ich bin noch nicht mal richtig losgefahren. Das ist halt so, wenn man so Windruck hat. Das ist halt so, ne? Aber ich lasse mich davon nicht hier jetzt irritieren. Ich fahre ganz normal hier weiter. Wir wollen ja heile trotzdem ankommen und ohne und gut durchkommen. Für die Kurven und so, da muss man halt aufpassen, ne? Ja, warum der jetzt hier so weit runterbremst, das weiß auch. Kann nicht ändern, ne? Und dass der Kunde natürlich wartet auf seine Fracht, das ist ja auch klar. Aber allzu weit ist ja nicht was. Wieder etwa. Halt da hinterher fahren, das hilft ja. Kann nicht überholen, es geht nicht. Vollverbot und ja. Da bin ich jetzt schon. Ah. Und da abladen. Immer geradeaus.
Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nur diese Ausfahrt. Bitte rechts halten. War bitte ein bisschen zu schnell in der Stadt, ne? Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Biege nach links ab. Biege nach links ab. So, und schon sind wir da. Wir sind fertig. So, da sind wir angekommen. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Auch wenn es eine kurze, dunkle Strecke war. Vielen lieben Dank. Und über ein Like und ein Abo würde ich mich freuen. Und auch über einen Kommentar. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.